Ich freue mich, Norbert Aust ist hier, der Präses der Handelskammer. Ein frohes neues Jahr. Norbert, wie hast du reingefeiert? Ja, sehr ruhig mit meiner Frau auf dem Sofa. Das haben wir seit über 30 Jahren nicht gemacht, weil ich ja immer jedes Jahr am Silvester im Theater bin oder gewesen bin, um die Mitarbeiterin ein gutes neues Jahr zu wünschen. Und diesmal haben wir auf dem Sofa verbracht. Das war eine absolute Luxussituation. Also war es schön oder war es ganz ungewohnt? Ja, das war ungewohnt, aber sehr schön. Nun hast du einen wunderbaren Vorschlag gemacht. Du hast gesagt, Hamburg soll sich nochmal bewerben um die Olympischen Spiele, Sommerspiele 2040, aber gemeinsam mit Kopenhagen. Schafft Hamburg alleine das nicht? Ja, darum geht es nicht. Ich hatte das eigentlich nur als Idee eingebracht, zumal wir ja jetzt den Fehmarn-Belt-Tunnel bauen und der wird 2028 fertig sein. Dann wächst Deutschland, Norddeutschland mit Schweden, Südschweden und mit Kopenhagen noch enger zusammen. Dann ist man schneller in Kopenhagen als in Berlin. Und da bietet es sich doch an, dass dieser Wirtschaftsraum auch sich mal um die Olympischen Spiele bewerben könnte. Und ich habe wirklich gute Reaktionen auch aus Dänemark bekommen. Also wir bleiben da auf jeden Fall dran. Das sind ja schwierige Zeiten. Wir haben das schon häufiger hier angesprochen heute. Wirtschaftlich bewegte Zeiten auch. Was wünschst du dir auch als Präses der Handelskammer von der Politik für die Wirtschaft? Naja, dass wir Antworten finden auf die Frage, wie wollen wir künftig leben und wovon? Denn das ist das Entscheidende, denn ich bin nun Vertreter der Handelskammer Hamburg, der für die Gesamtinteressen von 170.000 Unternehmen verantwortlich. Und da stehen wir natürlich vor der Frage, wie kriegen wir diese Stadt in die Zukunft bewegt? Denn die Wirtschaft, die schafft den Mehrwert, damit die Politik ihre Aufgaben erfüllen kann, sonst ja niemand. Und die großen Herausforderungen sind Inflation, Fachkräftemangel, es sind viele. Ja, das sind viele Herausforderungen, dass die Energiekrise, dass der Fachkräftemangel, auf all das müssen wir eine Antwort finden und natürlich die Klimakrise. Und auch da müssen wir mit unseren Unternehmen vielleicht ein gutes Beispiel sein. Wir werden nicht das Klima retten können, allein in Hamburg, das ist ja klar, aber wir können eine Modellregion werden, wie wir mit unseren Unternehmen vorangehen und Beispiel sind für eine Klimaneutralität, die wir für 2040 anstreben. Nun gehst du ja bestimmt immer noch gern ins Theater. Was schaust du als nächstes? Hast du da schon einen Plan? Ja, als nächstes gehe ich mal wieder ins Schmitz-Tivoli, die Königs vom Kiez. Das ist ein wunderbares Stück. Das wird wieder neu aufgelegt. Das habe ich vor einigen Jahren ja mehrfach gesehen und da freue ich mich. Das ist total Entspannung pur. Was macht dir Mut? Letzte Frage, das ist ein bisschen das Motto dieses Neujahrsempfangs. Was macht dir Mut für dieses Jahr? Mir macht Mut, dass wir eine große Solidarität in dieser Stadt schaffen. Die brauchen wir. Ich finde, ich bekomme sehr viel Zustimmung für die Arbeit der Handelskammer. Und das macht mir Mut und das gibt mir auch Zuversicht für das nächste Jahr und auch für die nächsten weiteren Jahre.